Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Town of Light. Offensichtlich waren wir ja wirkliche Patientin. Aber wie lang ist das her? Ich dachte, wir sind 16. Die Tür ist mit einem Schlüssel von außen abgesperrt. Wie komme ich... Sie können die Tür nur von außen geschlossen und geöffnet werden. Ja, aber wie komme ich dann hier rein? Ich bin ja offensichtlich gerade wieder in der Gegenwart, dort wo kein Schwein mehr hier ist. Das war unser Bett. Sind wir doch nicht allein? Hallo? Ich möchte mich nur bedanken. Wirklich. Hier kann man nicht raus. Die einzigen, die rauskamen, waren die Toten. Dann stell dich tot. Ich will auch nur Danke sagen. Und dann dein Gesicht essen, weil ich bin wahnsinnig. Stimmt, ich habe eine Taschenlampe. Es ist jetzt schon nachts draußen. Charlotte? Charlotte, was tust du hier? Bist du Charlotte? Hallo? Seid ihr auch alle wahnsinnig? So wie ich? Ist doch schön, wenn man ein gemeinsames Hobby hat. Gehst du weg? Verschwinde. Hallo? Oh Mann! Oh. Verdammt, diese Schreie. Meine Puppe. Gib mir Charlotte zurück. Die Frames sind gerade etwas im Keller, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich hoffe, euch auch. Gib mir Charlotte zurück, verdammt. Ich will auch nur Charlotte. Mein einziger Anhaltspunkt in die Realität. Charlotte? Bist du hier irgendwo? Er hat gelacht, schwer geatmet, an mir rumgesabbert. Er hat mich angefasst und mit dabei wehgetan. Oh. Ich hatte das Gefühl, mit einem lauten Krachen zu zerbrechen, in Stücke gerissen zu werden. Oh Mann. Ich fühlte mich schwach, krank, falsch, schmutzig. Ich konnte Charlotte umarmen, während er... René gehorchte. Er war der Herr über das Reich des Lichtes. Das Böse, das ich begangen hatte, verschlang mich. Ich erbrach und fühlte, wie die Höllenquallen immer näher kamen. Mein Gott, diese Visiten. Sie sagten, es wäre etwas in mir, das sie herausgeholt hätten. Mein Gott. War sie schwanger? Oder interpretiere ich da gerade zu viel darin? Ich schaue noch mal ganz kurz hier rein. Was haben wir denn hier? Das sind die Erinnerungen, okay. Wir haben immer noch keine medizinischen Dokumente. Okay. Oh Mann. Aber wie lange ist das alles her? Wie alt sind wir? Oder sind wir... Nein. Kann es sein, dass wir das Kind sind, das hier ausgetragen wurde? Hallo? Oh Mann. Ich muss hier raus. Warum bin ich hier? Warum?
Okay, hier scheint es nichts zu geben. Licht. Und es ist wieder Tag. Oh. Was war das? Noch mehr Alkohol. Und lauter Schrott. Nun gut. Komme ich hier auch raus? Nee. Wohin? Wohin muss ich? Das war... Ja, da habe ich gerade Charlotte gefunden. Aber wo ist sie hin? Hat man sie mir wieder weggenommen? Oh Mann, Charlotte. Du fehlst mir. Ich will dich wieder an mich drücken. Ich möchte einfach nur vergessen. Nein, möchte sie anscheinend nicht, sonst wäre sie ja nicht hier. Sie ist ja freiwillig hier. Ist das Blut? Oh Mann, ich will gar nicht wissen, was sie hier mit den ganzen Patientinnen und Patienten aufgeführt haben. Ist das der Raum, wo wir ursprünglich aufgewacht sind? Zumindest einer, der ähnlich aussieht. Das waren so Gruppenzimmer. Heißt das, wir waren nicht ganz so ein schwerer Fall, dass man uns mit anderen in ein Zimmer gesperrt hat? Oder heißt das, wir waren ein ganz besonders schwerer Fall? Und überall Blut. Auf jedem verdammten Kissen, jeder Matratze, jeder Decke. Sogar hier. Da ist ein Zettel. Sehr geehrter Herr Direktor, ich arbeite nun schon 5 Jahre in dieser Anstalt. Ich bin ein einfacher Mensch, habe nicht studiert und ich schäme mich, weil ich Ihnen schreibe. Ich versuche immer nach vorne zu blicken. Manchmal ist das, was zu tun ist, nicht leicht. Aber es muss getan werden. Das verstehe und akzeptiere ich. Wir haben keine andere Wahl. Ich schreibe Ihnen aber trotzdem, denn da ist etwas, was nicht länger hinzunehmen ist. Ich habe Kenntnis davon, dass einer von uns den Patientinnen, besonders den ganz Jungen und Verwirrten, zu viel Aufmerksamkeit widmet. Da dieses Verhalten so gravierend ist, habe ich entschlossen, Ihnen zu schreiben. Ich bin überzeugt, dass Sie empört reagieren und Maßnahmen treffen werden. Hochachtungsvoll. Hochachtungsvoll wer denn? Ach so, man kann es nicht lesen, okay. Das heißt, es gab schon Menschen, die dagegen ankämpften. Die wussten, was hier vor sich ging. Aber hat's was gebracht? Verdammt abgeschlossen. Irgendwo was drin? Da stehen lauter Namen, sehe ich gerade. Lorenzo Nocci. Francesco Barbieri. Alessio Belli. Luca. Irgendwas? Ich möchte gerade schauen, ob auf irgendeinem unser Name stand. Das ist ein Lorenzo Leonardo. Irgendwas? Nee, da ist nirgendwo unser Name zu finden. Und wer klopft hier? Verdammt. Ach so. Strom geht ja. Daniela de Arginio Donati. Tatiana. Stefano. Guillermo. Ich mach mal etwas mehr Licht hier. Ach, frische Luft. Elena. Ariana? Haben wir keinen Spind hier? Anscheinend nicht. Da war ich schon drin. Und überall diese blutigen Kissen. Die Frage ist, ist das Blut drauf, weil die Patienten sich selbst Schmerzen zufügten? Oder warst du auch einer der Wärter? Oh Mann. Es muss hier auch unfassbar stinken. Ich glaube, das ist der Raum, wo wir waren. Da wachten wir auf. Das war das Bett. Sie war während dieser schlimmen Visiten bei René,
Sie gab ihr die Kraft, alles zu ertragen. Wer? Ich dachte, wir sind René. Was? Ich bin verwirrt. Gut, dass ich in der Anstalt bin. Oh, jetzt sind wir wieder ganz im Anfangsraum. Ich drück mal kurz H, Moment. Gehen wir in die gynäkologische Abteilung, in den ersten Stock. Okay, dann machen wir das. Ich nehme die Treppen. Ich weiß, da ist ein Fahrstuhl und es ist verrückt, was ich hier mache. Ja, aber ihr wisst ja, Irrenanstalt und so. Hörst du auf? Gynäkologische Abteilung, okay. Die wäre wo? Da nicht. Ich schau mal ganz kurz nach Charlotte. Hey Charlotte, alles okay? Ich hoffe. Ich hoffe es wirklich. Da ist wieder so eine Übersichtskarte. Moment. Da, Nummer 4. Wir sind hier. Ach, gleich daneben, okay. Da. Oh Mann. Will ich das sehen? Okay. Okay, das war jetzt zumindest nicht so tragisch, weil nicht irgendwie was rumgeschnibbelt wurde. Glaube ich zumindest. 21.08.1938. Vertraulich. Lieber A, ich weiß, was du über diese Dinge denkst und daher mache ich dich auf die Patientin René T. aufmerksam. Auf dieses arme Mädchen wurde nicht genügend aufgepasst und da ist das Malheur im Park passiert. Sie ist fast am Ende des dritten Monats. Die Krankenschwestern müssten besser Acht geben. Ich werde das Mädchen am 28. untersuchen. Ich kümmere mich drum, keine Sorge. Wir wollen es ja nicht schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Dann sagten sie, dass René verrückt sei, das ganze Böse in ihrem Kopf sei. Pass auf, Mädchen, pass auf. Ich hatte Angst und sprach mit niemandem über das Böse, nur mit ihr. Nicht einmal mit dem anderen Arzt. Er berührte René nie, er schrieb nur. Du kannst mir alles sagen, hab keine Angst, sagte er. Alles wird gut. Möchtest du wissen, was ich schreibe? Ich schreibe, was ich von dir sehe. Alles, was ich sehe. Er hasste René nicht. Hat immer versucht, ihr zu helfen. Aber er hatte sie nur selten untersucht in diesen kleinen Räumen. Okay. Ich bin ja, was die Zeit angeht, immer noch sehr verwirrt, weil das ist ja jetzt 2016. Und sie, unsere Protagonistin, redet so davon, als wenn sie dort gewesen wäre. Also entweder wir spielen gerade eine uralte Oma mit einer sehr, sehr jungen Stimme, was heutzutage in Zeiten der Chirurgie durchaus möglich wäre. Oder aber wir sind tatsächlich irre und versetzen uns in diese Zeit zurück. Okay, und was soll ich jetzt machen? Kurz Moment. Der Arzt, der schrieb, war im Untersuchungsraum C. Okay. Wo ist eine Übersichtskarte? Moment. Da. Untersuchungsraum C. Das war ja gleich neben meinem Zimmer. Oder zumindest dort, wo wir mal drin waren. Ist der oben oder unten? Nummer 7 sind die Untersuchungsräume. Da hinten. Okay. Okay, ich glaube, da waren wir doch noch nicht. Was? Da komme ich ja gar nicht rein. Radiologie? Gynäkologie? Ach, die sind jetzt offen, okay. Ich gehe mal in den Raum B. Hast du nichts zu sagen? Okay. Juni 1935. Viel Theorie und Kliniken für privilegierte Menschen.
Das hat jetzt ein Ende. Es ist endlich der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Volterra ist der geeignete Ort für eine moderne Heilanstalt, in dem Ärzte, die etwas verändern wollen, die richtige Umgebung finden. 20. November 1935. Der Schritt über die Schwelle in diese Nervenheilanstalt war wie das Betreten einer anderen Welt. Eine Welt aus Gerüchen, Geräuschen und Bildern, die sich jenseits der Vorstellungskraft befinden, die sich kaum beschreiben und erklären lassen. August 1936. Hier ist es wie in vielen anderen Anstalten auch. Die Abteilung ist übervoll, hunderte von Geisteskranken werden von einer Handvoll Krankenschwestern überwacht. Sie sind gezwungen, die Patienten, die am unruhigsten sind, ans Bett oder an die Heizkörper zu fesseln. Sie arbeiten rund um die Uhr, das ist doch unmöglich, so zu arbeiten. Wir, die Ärzte, sehen die Patienten selten. Die Krankenschwestern erstatten uns Bericht über das Befinden der Frauen. 1937. Der beißende Gestank in den Abteilungen, das Stimmgewirr und ständige Schreien, das fast nichts mehr Menschliches an sich hat. Nackte und dreckige Körper, die keine Würde mehr haben. Das Irrenhaus hüllt einen aus, zerrt innerlich auf. Ich denke oft daran, wegzugehen. Ich fühle mich unnütz, machtlos, wie eine Art Gefängniswärter, der Mitgefühl hat, dass niemanden etwas nutzt, nur mir, um mein Gewissen reinzuwaschen. 15. März 1938. Jeden Tag spielt sich vor mir etwas Dramatisches ab. Ich versuche, Abstand zu wahren. Ich tue das Wenige, was ich imstande bin, zu tun. Vor einigen Tagen ist jedoch ein Mädchen eingeliefert worden. Ihren Blick habe ich nicht vergessen können. Nur durch ihr Schweigen hat sie würdig die Bitte ausgedrückt, nicht aus ihrer Welt gerissen zu werden. Und ich? Ich könnte ihr Vater sein. Der Vater, den sie nie gehabt hat. Der sie nicht gewollt und der sie zurückgewiesen hat, ohne sie zu kennen. Ich habe sie auch zurückgewiesen. Ich habe ihre Bitte abgelehnt, war nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als zu unterschreiben und sie in die Hölle zu schicken. Sie ist eine Gefahr für sich und die anderen. Sie ist ein öffentliches Ärgernis. Das stand auf dem von der Polizei ausgefüllten Blatt, dem zu widersprechen wäre schwierig gewesen. Wie viel Gewalt wird diesem Mädchen noch angetan werden? Ihr Blick ist so tiefgründig. So weit entfernt davon, unbeschwert zu sein, was sie in diesem Alter eigentlich sein sollte. Ich habe in meiner Einsamkeit im Bett geweint, als ich an diese traurigen Augen und den verängstigten Blick denken musste. Okay. Das Tagebuch von jemandem, aber kein Name drauf. Aufnahmedokument und Angabe zur Person. Ich kann's nicht wirklich lesen. Heißt das Damien? Oder irgendwie sowas in die Richtung? Okay. Wow, schöne Aussicht. Da muss man ja verrückt werden. Alles klar, wir gehen in den Untersuchungsraum C. Da wieder so ein Zeug? Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Ich probier's mal. Gar köstliches Gift. Okay, eine Urkunde von einem Studium. Von wem ist das? Von irgendeinem Senior Dot S oder B, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Okay. Ach, das Gehirn, mein alter Freund. Machst nur Schwierigkeiten. Es fängt wieder an. Oh Mann. Eine Akte. 12. März 1938. René T., 16 Jahre, Pontedera, Menarche mit 12 Jahren, Hausfrau, Vater unbekannt, Mutter Schneiderin. Seit gestern früh in Beobachtung aus Pontedera kommt, begleiten von einem Polizeibeamten. Anordnung des Untersuchungsrichters vom Gericht in Pisa, dass sie sich bei mir einem psychiatrischen Gutachten unterziehen soll. Ärztliche Bestätigung. Geisteskrankheit mit früheren Prodromen. Leidet seit einem Jahr an depressivem Syndrom mit der Vorstellung, an Tuberkulose erkrankt zu sein. Unterernährt. Das dürfen wir nicht lesen, das ist verboten. Wenn sie uns entdecken, kriegen wir großen Ärger. Es steht dir das über René drin, über dich?
Wir müssen es auf jeden Fall lesen. Hab keine Angst, es wird dir nichts passieren. Richtig, wir werden es nicht lesen. Ich sag jetzt A. Hast du dich schon mal gefragt, wer du bist? Bestimmt, oder? Ein Verwandter, vielleicht ein Kind von dir? Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich sag das mal. Ich habe nie Kinder gehabt. Glaube ich. Lesen wir das. Ich muss es verstehen. Ich muss mich erinnern. Lies weiter. Hat Angst, hört Geräusche, hört Geister. Gravierende Psychose mit Angstzuständen. Halluzination. Wirkt verängstigt, verloren. Leidender Gesichtsausdruck. Fragender, angstvoller Blick. Unsichere Orientierung. Fühlt sich verwirrt, hört im Kopf Schreie. Versteht nicht gut. Fühlt sich seit 2 bis 3 Monaten nicht gut. Auf die Fragen antwortet sie: Meine Mutter mag mich nicht. Sie macht mir immer Angst, sie verfolgt mich. Warum sind sie hier? Ich hatte Streit mit meiner Mutter. Dann ist mir aus Furcht und Angst schwindelig geworden. Es war eine Frau da, die mich zur Prostitution zwingen wollte. Sie wollten mich zum Scheiterhaufen bringen. Die Kinder haben hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Sie haben mich mit meinem Namen gerufen. 16. März. Heute Nacht hat sie nicht geschlafen. Sie wollten sie zum Scheiterhaufen führen. 4. April. Verlegt in die Abteilung für ruhige Geisteskranke. Weiterhin in Behandlung bei mir. Ja, das stimmt. Es ist die Abteilung, in der Amara war. Das Feuer, ja. Die Kinder wollten René verbrennen. Sie sollte bezahlen für das, was sie getan hat. Wie die Hexen. Zum Scheiterhaufen. War es das, was die Angst gemacht hat? Das war alles nur Einbildung. Was hast du getan, um diese Strafe zu verdienen? 21. April. Heute ist sie wacher und beantwortet die Fragen. Sie klagt über Kopfschmerzen. Sie zeigt Gefühle, als sie erfährt, dass die Mutter da war. Sie erzählt, sie habe vor Jahren zusammen mit einer Freundin einen Mann getroffen, der sie aufgefordert hatte, ins Auto zu steigen, um mit ihnen eine kleine Tour zu machen. Dort habe man sie überredet zu rauchen, habe sie Likör trinken lassen, ihr Dinge gezeigt und versucht, ihr weh zu tun. Sie sei fast verrückt geworden. Sie behauptet, er habe versprochen, sie zu heiraten und sie gebeten, es geheim zu halten. Diese Fakten werden im Großen und Ganzen von der Mutter bestätigt. Danach wurde sie rechthaberisch, aggressiv, überempfindlich, feindselig gegenüber den Verwandten, insbesondere gegenüber der Mutter. Sie begann, sich in der Öffentlichkeit zu entkleiden, ganz plötzliches Lachen, dann wieder Wein, sagt merkwürdige Dinge und masturbierte. Ich erinnere mich nicht an diese Dinge, aber dennoch, dieses Schuldgefühl, der Scheiterhaufen. Ich weiß, dass ich verdient habe, für die Schuld zu bezahlen. Das wusste ich auch damals. Such mir den Rest der Krankenakte, um mehr zu verstehen. Alles wird sich aufklären. Das hast du verdient, weil du versucht hast, es für dich selbst zu verbergen. Ich sag das. Sie lässt sich nur ungern untersuchen, möchte nicht ausgezogen werden, verhält sich steif, zeigt freiwillig fast keine Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich Halluzination. 25. April. Ideenverwirrung, Führung einer spontanen Unterhaltung unmöglich. Alle Reflexe normal. Reaktive Pupillen. Wenn wir Amara finden, dann finden wir die ganze Krankenakte. Lies weiter. Oder auch nicht. Oh Mann, ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie wir René sein können. Oder sind wir tatsächlich ein Kind von ihr? Ich weiß es nicht. Aber ich bin unfassbar gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.